Australien. Neuzugang aus Forlì. Italien hat er letzte Saison gespielt. Sehr schön. Das war etwas zu offensichtlich. Max Günther packt zu. Der Ball kommt gar nicht erst in das Feld der Hachinger. Solche Sachen sind gut. Also das gab den taktischen Wechsel im Aufschlag von Haching. Sikiric kam rein und wenn das natürlich fruchtet in einem Punkt, das ist eine gute Sache. Da fühlt man sich gut, da fühlt man sich bestätigt. Auch es gibt Energie. Jetzt direkt wieder zwei Punkte, drei Punkte in Folge gemacht. Dolmetsch werden für den tschechischen Zuspieler, für Lukas Kikacek. Allzu viel darf nicht zu sagen, aber eine Auszeit im rechten Moment für Friedrichshafen. Die technische Auszeit, eine Minute ist die lang, doppelt so lang wie die Auszeiten, die die Teams selbst nehmen können. 16 zu 14 führt Haching. Mal schauen, was er macht. Bei Rocco Sikiric. Aus, ohne Blockberührung. Der 17. Punkt für Haching. Das hatten sie Carroll mal bekommen. Aber der Rückraumangriff bei Friedrichshafen klappt nicht so gut wie der von Haching. Und Celia Mokulescu nimmt direkt eine Auszeit hinterher. Ja, das muss er jetzt machen. Wenn es jetzt noch ein, zwei Punkte weggehen, dann wird es schwer. Ja, was müssen Sie machen, Ralf, jetzt, die Friedrichshafener? Ja, jetzt müssen Sie erstmal den Ball vorbringen, eine Annahme. Also der Sikiric hat jetzt gut aufgeschlagen, auch gerade den Aufschlag davor, aber auch nach einer Auszeit, er ist Risiko gegangen. Bin jetzt gespannt, was er jetzt macht. Ist so, also jetzt kamen sie außen nicht durch für die Safen. In der Mitte ist eigentlich eine gute Position. Läufer 3, kann man schön erst Tempo spielen. Mal schauen. Schlechte Annahme. Ja, das ist dann auch gut gemacht von Haching, muss man ganz klar sagen. Also sie setzen für die Safen unter Druck. Schlechte Annahme. Ist ein 2-Optionen-Spiel. Erst Tempo findet nicht mehr statt. Gut geblockt. Ja, wenig Möglichkeiten für Friedrichshafen. Sie können nur reagieren. Wenig eigene Aktionen, Akzente setzen. Aufschlag, Annahme, die entscheidenden Elemente. Wieder starker Aufschlag. Sehr dicht gestellt, aber mutig diagonal durchgezogen. Jérôme Trommel. Aber trotzdem, das ist ein Wechsel, den wünschen sich Trainer. Taktischen Wechsel zu machen. Und mit dem taktischen Wechsel, ich habe jetzt gar nicht genau darauf geachtet, ich glaube, 4 Punkte zu machen. Auf dem Niveau ist schon sehr, sehr gut, wirklich. Sikiric und Kmet gehen wieder raus. Jetzt auch Annahmeprobleme bei Haching. Ja, Skladani hat den Ball bekommen, aber der Schiedsrichter trägt an. Er hat wohl die Antenne berührt. Immer aus damit. Und damit ist der VfB wieder auf 2 Punkte herangekommen. Wichtige Phase jetzt. Joao José beim Aufschlag. Wieder Linie mehr. Das war ein gutes Spiel. Aber man sieht, Friedrichshafen auch, muss jetzt Risiko im Aufschlag gehen. Hat jetzt zweimal gut geklappt. Weil so ist es leider. Oder leider. So ist es im Männervolleyball, wenn man da jetzt mit dem Aufschlag nicht genug Druck eingeht, dann gibt es das Ding direkt wieder um die Ohren. Der Jumpfloater vom Zuspieler, zu lang. Ja, da ist er zu lang mit der Hand am Ball, dadurch geht der Ball zu lang weg, muss er kürzer treffen. Jetzt gute Chance für Friedrichshafen,
Tschechik ist fast der beste Aufschläger von Friedrichshafen. Gut. Bravo. Aus dem Rückraum Fred Winters. Die Chance genutzt. Nach dem nicht ungeschickt, der lockere Angriff in den Block. Wenn man jetzt mal guckt, Entschuldigung, das ist fast ein erstes Tempo. Es ist so ein Tempo, Mittelblocker drüben folgt dem Schnellangreifer, es ist alles offen, ist auch sehr gut gespielt. Wie gesagt, Kicker-Check jetzt am Aufschlag. Ja, der Angreifer landet fast Haring raus jetzt. Ja. Der geht knapp ins Aus, der Linienrichter hebt die Fahne. Ja, das Risiko muss gegangen werden. Aus einem Dankeball heraus diesen Rückraum zu spielen, der ist kaum zu blocken. Missverständnis zwischen dem Libero Ferdinand Tille und seinem Sechser Dennis Caliberda. Ja, da muss man jetzt. Das sind Bälle, die tun weh. Anstatt 21-18, wenn man den holt, den Punkt macht, steht es jetzt 20-19. Das ist nicht gut. Ja. Jérôme Trommel, der Linkshänder. Also Haching weiter, 2 Punkte vorne. Wichtige Phase jetzt in diesem ersten Satz. Und Annahmenproblem beim Libero. Nikola Rosic kommt an diesem Ball kaum noch ran. Service-Winner durch Max Günther. Und sie sind 3 Punkte vorn. Die Aufschläge von Max sehen jetzt nicht so spektakulär aus, aber die sind fies. Also die kommen relativ schnell an, auch von einer guten Höhe. Die sind schwer zu spielen, jetzt auch Probleme bei Friedrichshafen. Auch bei dem müsste man fast haben, das ist eigentlich gut gespielt von Hartwig. Friedrichshafen will jetzt auch mit Lukas Bauer die Float-Variante wählen, im Gegensatz zum vielleicht doch ein bisschen mit Risiko behafteten Sprungausschlag von Markus Böhme. Mal schauen, wie Haching damit umgeht. Wird sicherlich Lukas Bauer. Richtung Hupka gehen. Wenig Spielpraxis, lange verletzt gewesen. Ganz wichtig. Ja, da spielt er dann direkt nochmal auf Oliver Benno. Er hat wenig Anlauf, der Block steht schon da. Dreierblock, wie wir hier sehen. Guter Block von Thomas, aber wenn man jetzt von Friedrichshafener Seite aus solche Bälle nicht macht, solche Punkte nicht macht, dann wird es schwer. Dann wird es schwer, so einen Satz zu gewinnen. Hat man eigentlich gut, wieder den Ball auf seiner Seite, muss dann das besser lösen. Und noch so ein Fehler zur Unzeit beschert Haching 4 Satzbälle. Ins Netz, da hat er wohl ein bisschen zu viel gewollt, der Trommel. Also, 24-20 Haching. Den hätten sie fast auch noch gehabt, Paul Carroll. Bringt den Ball da in die baggerbereiten Arme geschmettert. Friedrichshafen kommt ran, aber jetzt Haching mit der Chance aus der eigenen Annahme heraus, diesen Satz zuzumachen. Genau, jetzt der taktische Wechsel. Zuspieler geht raus, ein großer Blockspieler kommt rein. In der Hoffnung, dass drüben halt Probleme durch den Ausschlag kreiert werden. Muss Stelian Mokulescu machen, jetzt der Ausschlag. Sehr gut. Ja. Krasse Annahme, trotz eines wuchtigen Aufschlags. Und dann ein schönes Zuspiel von Stradani auf die 4. Und der erste Satz ist Geschichte. 25-21 gewinnt Haching Durchgang Nummer 1. Und man kann nur sagen, verdient. Absolut. Also Friedrichshafen hat
nicht geschafft, in dem Satz einmal so einen über längere Zeit einen richtigen Rhythmus zu finden. Hat auch zu Anfang direkt hinten gelegen, kam da mal ran. Aber Haching spielt relativ gelassen, einfach ihren Stiefel runter, haben dann, wie gesagt, diese ein, zwei Bälle, die wichtig waren, haben sie das Break hinbekommen. Und mal schauen, also ich muss sagen, spielen sehr solide, Haching. Ja, es macht auch den Eindruck, als würden sie etwas lockerer in diese Begegnung gehen. Sie haben zuletzt wirklich überzeugt, sind nicht zuletzt auch in der Champions League weitergekommen als der Klassenprimus aus Friedrichshafen, der in der Gruppenphase ausschied. Und zuletzt ein überzeugender Sieg gegen den SCC Berlin. Also Haching ist gut drauf und das zeigen sie hier. Wir haben ein Interview. Hubert Schulze-Hobeling, bitte. Bei uns ist jetzt der Männer-Bundestrainer Raul Lozano. Er lässt sich natürlich diese Partie nicht entgehen, der besten deutschen Mannschaft. Und ich frage ihn gerade mal, was er denn von dieser Partie bisher hält. Cosa ne pensi di questa partita fino adesso? Vedo meglio l'attacco di Guti Haching. Quindi stanno giocando meglio nell'attacco, soprattutto quelli di banda, l'australiano, l'opposto. Anche quelli del centrale a muro. Quindi la differenza la stanno facendo un po' gli attaccanti e il muro al centro, soprattutto di Guntor. Ich übersetze das mal ganz kurz. Also, er sagt, im Angriff ist Haching stärker, der Carroll ist sehr gut und auch die Mauer, also der Block bei den Hachingern, hat ihm sehr gut gefallen. Und ich wollte ihn mal fragen, wen er sich denn jetzt hier besonders anguckt. Quale giocatore le interessa soprattutto? No, sto guardando quelli della nazionale tedesca per una questione della mia squadra e il mio lavoro. Quindi. E Max Günther, per esempio. Max sta giocando molto bene a muro e in servizio. Calibera è stato bene in difesa, in recessione, non tanto in attacco. Tile bene in recessione, non ha difeso tanto. Quelli di Beme, soprattutto, che ha giocato, Bauer no. Beme non ha neanche inciso, né in attacco né a muro. Quindi voglio vedere un Friedrichshafen giocare meglio. Also er erwartet, dass Friedrichshafen jetzt kommt und auch besser spielt, aber er sagt, seine Nationalspieler, also auch der Libero Tille bei Unterhaching und Max Günther gefallen ihm sehr gut. Come va a finire questa partita? Non sono un mago. Io credo che adesso Friedrichshafen deve sciogliere un po'. Non sta giocando bene, in particolare quelli dei quattro, sia Winter che l'olandese, il numero 9, non stanno facendo una buona gara. Loro devono iniziare a giocare, sennò Non c'è verso, senza quelli dei quattro non si gioca. Okay, also er sagt, wenn Friedrichshafen das Angriffsspiel nicht deutlich verbessert, wird hier Unterhaching Pokalsieger. Das ist ein Wort vom Experten und jetzt zurück an die Kommentatoren. Dankeschön. Ja, Friedrichshafen nach dem ersten Satz also in der Defensive. Mal schauen, wie es jetzt in Durchgang Nummer 2 läuft. Wir gucken gerade nach den Aufstellungen. Hat sich was verändert, Ralf? Böhme ist draußen geblieben, jetzt zu Beginn. Oder ist das nur aufgrund der Rotation? Für Libero. Ja. Für Libero. Nein, ansonsten keine Änderung zu sehen. Und der erste Block seit Friedrichshafen hat funktioniert. Man holt sich den ersten Punkt. Jetzt bin ich mal gespannt, ob der Zuspieler wiederholt. Ob er nochmal den Max anspielt. Eigentlich eine gute Position für einen Mittelblocker, von da kommt. Nein, er geht auf Nummer sicher. Ja, gut. Carroll hat bisher wirklich grandios angegriffen, hat, glaube ich, keinen Fehler gemacht. Und fast alle Angriffe waren auch direkte Punkte. Also es ist wirklich eine Bank gerade eben. Aber du kennst das auch aus deiner aktiven Zeit. Man kriegt dann gern nochmal das Vertrauen des Zuspielers nach einem nicht gelungenen Angriff, sich nochmal zu beweisen. Friedrichshafener lachen, das ist ein schönes Zeichen, sind sie ein bisschen lockerer im Vergleich zum Ende des ersten Satzes. Muss aber auch so sein. Also es ist immer schwierig, man natürlich darf nicht zu locker sein und zu viel lachen. So einen gewissen Fokus braucht man natürlich, aber zu verkrampft bringt es auch nichts. Sicherheitsaufschlag. Ja, das ist... Von Winters und ebenso locker versenkt von Haching.
Carroll, denke ich.